Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Der Schock sitzt tief. Unser Mr. Blink Blink ist leider verstorben. Der Alfonso Williams im Alter von 57 Jahren hat leider seinen Prostatakrebs sein nicht überlebt. Donnerstag berichtet die Familie laut anderen Medien zufolge, dass er auf dem Weg der Besserung sei oder aber auch, dass eine Besserung vorhanden sein könnte. 2 Tage später, Samstag auf Sonntag soll das gewesen sein, verstarb er. Er gewann 2017 DSDS, die Staffel. Es war die 14. Staffel. 2018 war er bei Big Brother mit seinem herzlichen, aufgeweckten Charme, seinem Lachen, seinem Blink-Blink-Zahn. Wie gesagt, der Schock sitzt auch bei den Fans tief, wie man liest. Klar wird natürlich jetzt stark über ihn berichtet. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, liebe Familie Williams, es tut mir leid. Ich schenke euch mein Herz, die Kraft in den schweren Zeiten. Ich habe ihn sehr gerne geguckt in den Motto-Shows, habe ihn verfolgt beim Big Brother teilweise. Wie gesagt, ich fand, dass er ein ganz, ganz sympathisch, bodenständiger Typ ist. Wie gesagt, ich kann da nicht mehr viel drüber sagen. Ich bin auch geschockt. Wie gesagt, toi, 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 alles Liebe und er bleibt im Herzen.